Hallöchen. Willkommen zurück bei Pokémon. Wir bekämpfen heute unsere erste Arena. Und die Frage ist, welcher Typ wird die Arena? Oh, stimmt. Hat ja auch gewonnen, was. Deshalb, wir gucken mal kurz. Du hast den langen Weg vermieden. Mal sehen, wieso du das getan hast. Mein kleiner Finger ist eingeschlafen. Es ist ein Gent. Er ist Gott. Und wie es aussieht, ist es entweder Käfer oder Gift. Okay. Oder? Ja. Ich muss mal kurz unseren Flampopo rausschicken, der muss sich noch entwickeln. Mach ruhig. Leute, Feuer! Ah, sie liebt Leute, Feuer. Ja. Und Weberak gibt so scheißen wenig Erfahrungspunkte. Er versteht, warum wir mit ihm kämpfen wollten. So. Der nächste. Los, komm ran, du. Nur Trainer. Ein Pokémon? Ja. Nur Trainer mit Siegermentalität können eine Pokémon-Arena herausfordern. Ich mach das mal ganz schön hintereinander. Gen-Pansy. Er hat ein Saftkorn. Wenn du was minimierst und ein Klein, sieht das aus wie ein Lavita für Arme. Oh, du hast recht. Wusstest du, dass Raupi sich eigentlich zu Omord entwickeln sollte und Blutzuck eigentlich zu Smetbo? Ja, wieso denn das? Guck dir die Augen an. Ja, aber... Nee, ich glaube nicht. Nee. Wie es aussieht, brauchen wir noch einen Trainer, um Flampopo zu entwickeln. Der Arenaleiter. Aber ich hätte ihn gerne entwickelt, bevor wir den Arenaleiter kämpfen. Aber hey, das ist eine Käferarena. Was soll da schon groß passieren? Sag das nicht so laut. Legendäres Käfer-Pokémon. Gibt es doch in der Gen noch gar nicht. Ich weiß. Ich glaube, das Nervigste, was uns begegnen könnte, wäre... Wohin genau ist kein Käfer. Achso, du redest vom Käfer. Ja, hier, Dafkan und Kakuna. Wegen Hertha. Ja, aber die Leute feuern wir ja einfach weg. Ramot gibt's ja noch nicht. Welches? Ramot, dieses Feuer-Pokémon aus Schwarz-Weiß. Ja, das ist so klar, gibt es das nicht. Das wäre ein Problem, aber ansonsten sehe ich eigentlich keins, was ein Problem werden könnte. Willkommen, dies ist die Arena von Erzelingen. Ich bin Weit, der Arenaleiter. Aber vielleicht kennt man mich auch noch unter einem anderen Namen. Ich habe viele Namen für ihn. Ja. Moment. Es ist Mike. Hä? Es ist Botanist Mike. Und er hat das nutzloseste Pokémon aller Zeiten. Ein männliches Quadribier. Er kann sich nicht entwickeln, nur weiblich kann sich entwickeln. Ja. Und er stirbt sogar von einer Glut. Was kann er eigentlich? Sterben. Geweiher. Okay. Es gibt vielleicht doch ein Pokémon, was ein Problem sein könnte. Welches? Geweiher. Das hat Wasser im... Yo. Und deshalb wird, Moment. Wasser. Ich glaube, mir fällt da was ein. Ich glaube, mir fällt ein, was wir gegen Wasser haben.
Ja. Ups, da. Ich wollte gerade einen Pflanzen-Pokémon sagen. Ja, aber wir haben das. Ah, ich hab dir noch ein Bild geschickt, ne? Ja, gucke ich mir nachher an. Nein, das darf nicht sein. Ein Pudox? Okay. Los, Flampopo! Für die Entwicklung! Okay, das war eine relativ lame Arena. Muss ich schon sagen. Käfer. Aber was ist da mit Volkner? Er hatte so viele Blitz-Pokémon, der Televoltec und Luxtra. Moment. Kennst du den Carpador-Trainer? Sag mir jetzt nichts. Der könnte nämlich echt ein Problem werden. Wenn wir nicht... Entweder hat er 6-mal das gleiche oder 6 verschiedene Pokémon. Und 6 verschiedene Pokémon könnten ein Problem werden. Und aber wenn, ist das nicht ein Angler gewesen? Ja, aber ich wüsste gerne, wo er ist. Ich glaube Richtung Schleide war das, glaube ich. Wir haben Glutexo. Beide Herr Profen so. Oder zweite Arena-Leiterin. Das ist beschämend. Ich habe gegen einen Trainer verloren, der noch keinen einzigen Orden besitzt. Stimmt doch gar nicht. Felsenhart, du bist stark und ich war schwach. So ist das nun mal. Nach den Regeln der Pokémon-Liga. Vielleicht hier mit unseren Orden. Und ich muss mein Amt niederlegen. Und mit dir auf Reisen gehen. Bitte was? Interessant, aber ich nehme Lene dankend ab. Oh, TM76. Was wird sie enthalten? Garantiert nicht. Was wird TM76 sein? Oh, Schattenstoß! Cool! Kann irgendwer Schattenstoß lernen? Von uns jetzt gerade nichts, nein. Oh. Mir fällt sofort Mimik mal ein. Aber. Ja? Wir haben ihn hier. Wir haben ihn. Und er hat Drachenwut gelernt. I know. Ich hab's gesehen. Oh yeah. Oh, wir können den Tod wiederbeleben. Stimmt. Der Tod lebt wieder. Aber lass uns jetzt gleich noch in Vulcano fangen. Wenn er nicht wieder abhaut. Nein, das macht er nicht. Ich hätte gerne ein paar Flottbälle. Timerball auch. Finsterbälle. Brauchen wir auch ganz viele von. Ja. Guck mal eben das Bild, was ich dir geschickt habe. Auf Skype jetzt. Ob das besser ist. Oh, voll süß. Ja. Okay, ja. Nehmen wir den. Ich muss nur gucken, wo ich das dann hinpacke. Weil das dann echt überfüllt aussieht, ne? Nein. Aber ich habe schon eine Idee. Okay, wen legen wir dann ab? Nee, mir gefällt mein Team so. Zumindest fürs Erste. Mit einem Duflor. Ja. Duflor ist scheiße. Weißt du, wofür Duflor ziemlich gut wird? Ja, zum Vergiften und zum Schlafen. Schlafen hast du Fuoppo. Fuoppo. Er heißt jetzt Fuoppo. Ach ja, deshalb habe ich ihn so genommen. Ich glaube, das ist unser VM-Sklave. Vorga oder... Stinker. Nein, der war einfach dafür da, weil er als erstes auf der einen Route da war, glaube ich. Hm.
wir bringen Strinker trotzdem Zertrümmerer bei. Irgendwer muss das lernen und er war gerade da. Wie, er kann das? Alle VMs können von allen Pokémon erlernt werden. Nein. Bei uns schon. Hast du das so eingestellt? Ja. Ja, dann fangen wir mit der Milotic. Jetzt haben wir ja genug Bälle. Pulverschnee! Ich werde einen Netzball versuchen. Ich will nicht alle unsere Bälle an Milotic verschwenden. Wir haben jetzt noch so viel Kram. Ja. Ich glaube, ich zeichne. Oder ich fange heute an zu zeichnen. Ich glaube, ich zeichne uns ein neues Bild. Mit unserem Maskottchen. Oh yeah. Das ist eine voll die geile Idee. Und dann ist das auch nicht so übertrieben. Nice. Ich bin gespannt. Ich auch. Ob ich es hinkriege. Okay, nochmal Zertrümmerer. Sollen wir das. Aber ich guck mal, ob wir dann das Hintergrundbild nehmen, was wir da im Internet gefunden haben, oder ein anderes. Gucken wir dann mal. Hast ja auch keinen Stress. Nö, mach ich mir auch nicht. Hab eh nichts zu tun zur Zeit. Doch! Mass Effect spielen. Welches? Andromeda. Hast du die anderen alle schon durch? Ja. Und ich hab, den ersten habe ich nur einmal durch, weil der einfach kacke ist. Der zweite habe ich jetzt als Mädchen nochmal angefangen, weil ich Gavis total cool finde. Wir haben Milotic gefangen. Und den dritten habe ich, im dritten kann man ja zum Glück schwul werden, da bin ich mit Kaidan. Okay, wir haben auf jeden Fall ein Wasser. Andromeda hast du ja auch, ne? Mhm. Auch für PS4? Ja. Hast du auch so viele Bugs? Kommt drauf an, was du meinst. Mein Kopf dreht sich manchmal um 180 Grad. Ach ja. Gestrichen. Ja. Oder ich glaube einfach gerade auf und plötzlich falle ich durch den Boden im Weltraum und krieg Damage. Oh, das ist nicht so toll. Aber das mit dem Kopfdrehen und alles, das kenne ich. Das hast du auch? Mhm. Ey, das sind mehr Bugs als in Mass Effect 1. Und es soll sogar noch neue Mass Effects geben. Ja. Es kommt auch bald die Trilogie. Wie für PS4 jetzt, oder was? Ich glaube ja. Und wir nennen unser Milotic Schlängli. Mach das. Aber darf ich für Fukano einen Namen aussuchen? Nein, du... ja, darfst du gerne. Das Nein bezog sich eher auf... Nein, warum solltest du Schlängli in den Friedhof lagern? Hallo, Morlord. Hier, du spielst Mass Effect bestimmt als Mädchen durch, ne? Ja. Und datest du da irgendeinen Charakter? Bestimmt Sophie, die auch am Fliegen ist da mit den... Ich versuche es, aber bis jetzt hat es noch nicht so wirklich geklappt. Vielleicht bin ich noch nicht weit genug im Spiel. Kann sein, du musst auch ihre Mission nicht, aber ja, da gibt's immer, musst du mal googeln. Also ich versuche ja immer die Mission zu machen. Meine Schwester sagt ganz ehrlich, ich bin eine männliche Hure. Weil ich da zwei Boys habe. Ich habe mich für einen entschieden. Ich habe aber erstmal vorher gespeichert, weil ich die Videoszenen haben will. Die habe ich aufgenommen. Und dann, vor allem bei dem einen ist das so übertrieben gay, weil, also, ist ja nicht schlimm, ne? Aber man sieht sofort, dass du dass das Model eigentlich ein weiblicher Charakter war. Ich muss dir das, ey, ich schick dir das irgendwann mal. Dann weißt du, was ich meine. Das sieht so kacke aus. Ich bin ja schon schwul, aber so extrem doch nicht.
Oh. Man redet doch so monoton, ey. Meine Schwester hat ein Trauma fürs Leben und ich habe einen Lachanfall immer wieder. Also, bei mir war das halt so, dass ich die, wie ist die nochmal, die wir am Anfang hatten? Sufi. Nein. Oder? Die, menschliche. In Andromeda. Ja, Sufi. Nein, das war doch die Fliegerin. Ja. Ach, Cora. Ja. Die und die, Dingsbums haben sich nicht verstanden. Die, Pibi. Pibi ist voll cool. Pibi war auch echt lustig. So, aber also... So, wir können ja auch rummachen. Ich nur so... Nein. Und PlayStation so... Ja, als Erfolg 3 Beziehungen. Ich so, ja, fick dich. Magnaien. Oh ja, bitte. Ah, nee, den männlich will ich ihn haben. Kommt jetzt bald ein Fukano? Du musst tiefer rein. Aha, das sagst du wohl öfter. Denn, hey, da ist ein Tuska! Vor allen Dingen, das sagst du wohl öfter, dann kommt einfach er. Wie ein weiser Held sagte, oh my goodness. Jetzt ist aber mal gut, oder? So, oh, viele, so viele verschiedene Pokémon können hier doch gar nicht leben. Wenn gleich noch ein Krickwasser kommt, ey, dann fresse ich einen Besen. Also wir haben auf jeden Fall Rotom. Ja, Rotom, den kriegst du in der Villa im Fernseher. Zu einer bestimmten Uhrzeit. Da musst du, glaube ich, noch irgendwas machen. Okay. Wir machen Biss. Wir beißen ihn zu Tode. Los. Au. Er schnabelt uns. Sag ihm, er soll aufhören. Hä, wieso? Ein harter Schnabel ist doch voll geil. Aber nicht für den Tod. Er ist gut zu viel. Wieso nimmst du auch den Tod? Weil er leveln muss. Ich dachte, er hätte eine Gesteinsattacke. Nein, der hat... Ich weiß nur, was der Sandsturm oder Sandwirbel hat, oder wie das hieß. Ja, Sandsturm. Sandsturm ist auch ziemlich cool. Macht Schaden über Zeit. Ah. Jede Runde. Hallo? Jede Runde, halben Runde. Hallo? Hallo? Hallo, Tuska. Oh, er hat eine kleine Krone auf. Das siehst du jetzt erst. Er hat eine kleine Krone auf. Das ist voll süß. Nein, Tuska ist kacke. Ja, an für sich ist er kacke. Aber dass er eine kleine Krone auf hat. Oh, er ist weiblich, er ist aber männlich. Soll ich noch? Also töten. Ja. Ich muss das einen Namen erstmal überlegen, ne? Moment, warum töten wir ihn? Oh! Deswegen. Aus Protest. Los, kommt jetzt noch eins. Wenn jetzt keins kommt, dann mache ich Pause und dann sehen wir uns wieder, wenn wir einen haben. Ja. Oh, bis gleich. Ja, okay. Da sind wir wieder passend zum Fang von Fukano, der sich als Kämpfernatur herausgestellt hat und unser Pokémon-Maskottchen wird. Oh. Wie nennen wir ihn? Hades. Echt jetzt? Nein. Er braucht einen süßen Namen. Herzchen.
Nein. Herzchen, Note, Stern. Nein. Ja. Vielleicht ein Anime-Name? Mir egal, Hauptsache ein cooler Name. Ich bin überfordert. Hikaru, nenn ihn Hikaru. Hikaru oder K.O.? So. Wie du willst. Ja. Da müssen wir auf jeden Fall Änderungen vornehmen. Und eventuell ist Frogger gerade im Kampf gegen Fukano gestorben. Zeig den das doch nicht! Egal, Frogger braucht mir eh nicht. Aber wir wollten ja auch Milotic, ne? Das heißt, wir haben Frogger verloren, dafür haben wir Milotic. Ach, haben wir den. Hatten wir den gefangen? Ja, stimmt. Ja. Also fliegender Wechsel. Und die nächste Wiederbelebung heben wir uns, glaube ich, auf. Oder? Vom nächsten Arenaleiter. Ich würde sagen, ja. So. Pokémon ablegen. Frogger. Es tut mir leid. Schade, dass Stinker nicht gestorben wird. Den habe ich gehasst. Er hat sich immer. Achso, weil Tentakelporn nicht im. Ah ja, wegen Ock-Dings. Soll Vulkan sich entwickeln? Nee, ne? Nee. Nein. Aber wir müssen gerade mal eben was rauswerfen. Dann ich warne dich. Was? Ich warne dich. Nimm du, Flor. Ja, fürs Erste. Wir müssen dann nur gucken, weil Milotic ist ja nicht gestorben. Ach, du kommst ja rein. Ja. Okay, es hat eine TM. Oha. Was hat Milotic für eine TM? Ja. Genau. Genau so. Item. Nehmen. Was? Energieball? Behalt das für Schloss! Es könnte eh kein relevanter werden. Luxack kann das. Ja. Oh, wir haben einen roten Schal. Was macht der rote Schal? Wie unser Maskottchen das Bild. Oh. Okay. Er kriegt seinen roten Schal wieder. Es erhöht die Coolness. Dann. So. Was wiederum heißt, wir müssen mal kurz gucken, wo es überhaupt weitergeht. Hier oben, oder? Nein, das musst du mit dem Fahrrad. Okay, aber wir gucken mal kurz, was es hier zu fangen gäbe. Boah, wir brauchen Zwiefelnst. Zwiefelnst. So geil. Auch wenn er jetzt der weibliche Scheiß drauf, der ist richtig geil. Aber er kann keine Attacken erlernen. Also von Zwirklub zum Beispiel nicht und von Zwierlicht nicht. Was kann Zwiefelnst denn lernen? Oh, ey, muss ich wieder googeln? Ich bin gerade am Lesen. Bitte. Ja, ich bin dabei. Ich hab's ja offen. Zwierfenst. Hat einen englischen Namen. Total komisch. Attacken. Er kann auf Level 1 Finsterfaust. Erstauner. Auf Level 1 und auf Level 9 kann er noch mehr Erstauner erlernen. 17 Schattenstoß. 40 Würde. 45 Spukball.
Also sind das die fettgedruckten, die dünn gedruckten sind Seher, Feuerschlag, Eishieb, Donnerschlag, Erdanziehung, Klammergriff, Silberblick, Nachtnebel, Aussetzer, nochmal Aussetzer, Gesichte, Verfolgung, Irrlicht, Konfusstrahl, Fluch, Horrorblick, Gegenstoß, Seher. Horrorblick war eigentlich noch ganz gut für Pokémon-Fangen. Ja. Es könnte sich ziehen. Sag mir mal kurz, ist Zwirfinst einfach nur Geist? Eigentlich ja. Ja. Weil dann wird er ein Biss nicht überleben. War das. Ah ne, gegen Normalattacken ist er immun. Ja. Doch klar wird er Biss überleben. Du bist nur 4 Level über ihm. Aha. Er ist und voll tanky. Wo ist Vulcano, Alter? Ups. Da ist eventuell eine Sache, die ich nicht bedacht habe bei unserem genialen Plan, ein Pokémon zu fangen. Ja. Der Sandsturm, den ich eingesetzt habe, um es zu schwächen. Runter B! Runter B, meine Freunde. Runter B, wenn ihr ein Pokémon fangen müsst und es nicht klappt. Runter B. Easy. Man sagt, dass es verlorene Seelen mit seinem biegsamen Körper nach Hause geleitet. Geleite? Oh. Prinzessin! Es ist weiblich, jetzt Prinzessin. Okay. Wie wird das geschrieben mit Doppel-S? So, okay. Ja, Prinzess. Ich auch. Oh, wieso wird alles auf unseren Friedhof übertragen? Weil du es so eingestellt hast, dass immer die Box, die zuletzt benutzt wird, wurde. Beziehungsweise die ausgewählt ist. Hm. Also wenn du jetzt auf Box 2 gehst, dann kommt die auf Box 2. das Palelos. Okay. Sollten wir mal ändern. Wo müssen wir jetzt überhaupt weiter? Wir müssen wieder zurück. Wir müssen zu... Oh ja. In 15 Minuten geht mein Laptop aus. Ich hab gar keinen Bock, das anzustecken. Ja, wir sind eigentlich auch so gut wie fertig. Ich wollte nur kurz klären, wo wir überhaupt lang müssen. Wir müssen jetzt zurück zum... zur Jubelstadt. Mhm. Und dann müssen wir... Oh, was war der Jubelstadt? Da mussten wir nach rechts kommen, diesmal, unten. Oh nein, er will kämpfen! Sollen wir das jetzt noch machen oder beim nächsten Mal? Lass uns das jetzt machen. Boom! Ja, ups, Ellie, du hast wohl den Orden bekommen, oder? Hä? Hä? Wie genau ist der nächste Ort, der in der Arena hat? Hab ich recht? Stimmt's? Hab ich recht? Ich bin Route 207 gegangen. Das heißt, nicht wirklich gegangen. Ohne ein Fahrrad kommst du da gar nicht hin. Also solltest du es erst gar nicht versuchen. Aber dort habe ich zusammen mit meinem Team viele Kämpfe ausgetragen. So sind wir stärker geworden. Hat sich echt gelohnt, mein Freund. Nun gehe ich zurück nach Jubelstadt. Als nächstes steht der Orden von Evi genau auf meiner Liste. In 10 Sekunden springe ich los. 9. Bah, wer hat schon Zeit zum Zählen? Er will nicht kämpfen. Hä? Okay, er will ja doch nicht kämpfen. Also, wir gehen ganz langsam hier durch. Ganz langsam. Uns wird niemand bemerken. Ganz langsam. Ganz langsam. Ich bin jetzt nämlich mit Zertrümmer da hoch. Echt jetzt? Ja. Also,
Warte, ich guck mal kurz auf die Karte. Da wo Zabal drauf ist, wo du jetzt bist. Da ist Jubelstadt. Jubelstadt, meine ich ja, Jubelstadt. Und dann nach oben. Und da ist halt so eine Höhle und da müssen wir mit Stärke durch. Nach Flori. Echt jetzt? Wir müssen nach Flori? Ich dachte, wir müssen nach Ewigenau. Nein, erst nach Flori und dann nach Ewigenau. Und da ist halt jetzt die zweite Arena-Leiterin, dann kriegen wir ein Fahrrad, können dann da runterfahren, dann können wir nach rechts herzulegen. Ach ja, stimmt. Zunächst kommt erstmal das Windkraftwerk, ne? Ja, mit Team Galactic. Ja. Okay, also gleich. Warte. Wir laufen da eben noch hin, ne? Ja, Laptop sagt in 11 Minuten. 8%. Dün. Oh, nicht Lebel. Du nennst ja gar kein Adressbuch dein eigen. Wie haben wir ihn beim letzten Mal gemacht? Du nennst ja gar kein Adressbuch dein eigen. Wie bizarr. Dabei gibt's im Keller des Pokémon Centers doch eins umsonst. Und da habe ich auch meine letzte Frau kennengelernt. Sie ist in Wahrheit die Frau, die alles verschenkt. Sie verschenkt auch mein Checkbuch und mein ganzes Geld. Mein ganzes Hab und Gut. Aber in Jubelstadt gibt's keine dunklen Gestalten. Das heißt, ich werde nun woanders hingehen. In Wahrheit wurde ich aus meinem Haus geworfen. Erneut. Und mein ganzer Besitz wurde verschenkt. Okay. Nein. Das machen wir beim nächsten Mal. Safe State S. Safe State und dann da. Ja, dann lege ich jetzt auf, weil ich habe nicht mehr viel. Ich habe nicht mehr viel Prozent. Ja, aber siehst du? Siehst du? Ich habe vorgesorgt. Okay. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, bis dann und ciao. Sayonara.